So sieht's aus, da sind wir bei Let's Play The Groundskeeper. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Ein Indie-Horrorspiel, das ganz schön gruselig sein soll. Und ja, ich zock's trotzdem. Nach Phobia 1.5 kann mich eh nichts mehr schocken. Ja, okay. The Groundskeeper, I never thought this would happen to me. Hallo? Was sind denn das für komische Geräusche hier? Mir fliegt gleich hier der Kopfhörer weg. Ist das laut? Here I am. Alone. Afraid. I have to find a way out of here. Okay, dann find mal einen Weg raus. Als wär's mein Problem. So. Vom Spiel selber weiß ich nichts. Ich habe keine Ahnung, was wir tun müssen. Und auch sonst bin ich relativ, ja, jungfräulich hier wieder, indem ich hier keine Ahnung habe. Okay, wir sind hier mit einem Flugzeug abgestürzt. Okay, alles klar. Dafür geht es uns aber anscheinend noch gut. Wir können ganz fidel durch die Gegend rennen. Wunderbar. Ja, ja, natürlich. Immer das Gleiche. Ein Wald bei Nacht. Gemacht ist das Spiel auf der Unity Engine. Was? Was war das eben für ein Geräusch? Hier hat ein Ast geknackt. So schien es mir zumindest. So. Gehen wir einfach mal den Weg entlang. Mal sehen, ob er uns irgendwo hinführt. Aha, ein Schild. Was? Glitch-Kabine. Gehen wir hin. Natürlich. Die Glitch-Kabine. Dumm-di-dumm-di-dumm. Ah, ein Häuschen. Das hoffentlich etwas Schutz vor dem Dreckswetter bietet. Hallo. Ist aber hübsch. Okay, irgendwelche 20er-Jahre-Mucke. Ein altes Zirkusbild. Alte Kartons. Locked. The door is locked. Oh, sorry. Hallöchen. Wer bist du denn? Oh, hübsch, 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 hübsch. Hier liegen lauter Bücher. Das ist aber hübsch. Abgeschlossen. Okay. Dann gehen wir mal in den ersten Stock. Oh Gott, ist das eng. Wer baut uns? Wer baut denn so Häuser, wollte ich gerade noch sagen. Ehe irgendein Zombie meinen Weg kreuzte und dann noch von links. Das ist nicht gerade im Sinne der Straßenverkehrsordnung. Auch zu! Willst du mich verarschen? Die Musik ist schön. Die sieht ja creepy aus. Es ist etwas verstörend. Bitte nicht nochmal so ein Jumpscare wie eben. Das muss nicht sein. Bin ich jetzt nicht so scharf drauf. Auch zu. Na da. Was steht denn da? Leave me alone. Das kenne ich von Slender. Stay away from me. Somebody please save me. There is no hope. Hör auf rumzuheulen. Nehme ich mal an, ich muss irgendwo einen Schlüssel finden, um hier diese Türen aufzukriegen.
Klopf, klopf. Klopf, klopf. Klopf, klopf. Klopf, klopf. Schaue ich mich hier nochmal ein bisschen um. Da liegt doch ein Schlüssel. Ich bin vielleicht ein Blindfisch. So, mal sehen, ob ich den auch irgendwie nehmen kann. Ah, na endlich. So, jetzt muss ich gerade mal... So, okay. Schauen wir mal, ob der hier passt. Au, er tut es, er tut es. Okay, hier gibt's nichts Interessantes. Außer noch eine Tür. Die geht dann auch prompt auf. Hallo, Telefon. Ja, ein hübsches altes Ding. Kassettenrekorder? My name is Jeremy Klitsch. Today is November 17th, 2007. Okay. And there are some strange things happening around here. My neighbor's groundkeeper has been wandering and yelling on my property late at night. I don't know why I'm even recording this. I guess he's just really starting to get to me. I've tried to talk with the Studworths, but he always tells me they're out of time. I don't know what's going on here, but I don't like it. Na, ich auch nicht. Ich mag es auch nicht. Da sagst du was. Ich weiß auch nicht, was hier abgeht. Warum ich überhaupt hier bin. Ich muss mich jetzt nochmal genau umgucken. Der Schlüssel war vorhin auch ziemlich schwer zu sehen. Aber hier scheint nichts zu sein. Na dann. Moment. Kann ich jetzt hier rein? Oh, fuck you! Oh, du Arsch! So ein Drecksschweine! Ich auch nicht! Ja, okay. Vielleicht. Da liegt wieder ein Schlüssel. Es sind vielleicht meine letzten Worte. Nichts wie raus hier. Okay. Oh, lief. Na, gerne doch. Kann ich? Ich kann nicht. Tür geht nicht auf. Hätte mich auch ehrlich gesagt gewundert. Aber wir haben wieder einen Schlüssel eingesammelt. Gucken, wo der passt. Hier nicht. Achso, das war die Eingangstür. Komisches Spiel. Sehr Jumpscare-lastig. So, schauen wir mal. Passt immer noch nicht. Aber hier. Oh. Telefon. Moment. Erstmal guck ich. Erstmal guck ich mich hier um. Toll, warum war der Raum abgeschlossen? Hier gibt's doch gar nichts. Ah, Freunde. Klopf, klopf. Gut, gehe ich mal runter ans Telefon. Vielleicht kann man mir ja weiterhelfen. Ja, ich komme ja schon. Ah, falscher Raum. Da vorne. Ja, hallo, Störungsstelle, was kann ich für Sie tun? Hallo? Hallo?
Halt die Schnauze. Ruhe! Jetzt schau wie so ein altes Modem. Ah, das gefällt mir überhaupt nicht. Da war ich auch noch nicht drin. Kann ich auch immer noch nicht rein. Ist hier noch irgendwas Nützliches? Nö, nur Schrott. What? Langsam kriege ich doch ein bisschen Schiss. Okay, ein altes Waschbecken. Da liegt wieder ein Schlüssel. What? Wusch. Oh, den Typ haben wir doch gerade getroffen hier. Get out, save yourself. Ich lass mir das nicht von dir sagen. What? Use the key, escape. I could not. Doof für dich. Oh, das... Noch ein Schlüssel. Jetzt hab ich schon zwei Schlüssel. Toll. Ich bin der Keymaster. Gehe ich erstmal da rein, falls das jetzt funktioniert. Ach so, das führt nur hierhin. Okay. Bringt mir relativ wenig. Okay, gehe ich mal unten hin. Bei dieser komischen Leave-Tür. Wo auch immer die jetzt noch gleich war. Ich glaube... Da, und sie ist offen. Hallöchen, wir sind draußen. Ach, das war jetzt die erste Aufgabe. Hier wieder aus diesem Haus rauszukommen. Ah, alles klärchen. Nehme ich mal an. Auch keine Ahnung. So, was ist das jetzt hier? Ah, genau, da sind wir hin. Gehen wir jetzt mal hier geradeaus weiter. Wilkins Lodge, Studworth Manor und Studworth Well. Ach, es gibt noch mehrere von diesen Häusern in dem Spiel. Oh Gott! Noch mehr solche gruseligen... Hallo? Jemand da? Nein. Schön. Gut. Hier geht's zu Studworth Manor. Wenn die anderen Häuser auch so creepy sind wie das erste, dann hab ich langsam keinen Bock mehr. Ich hab schon zwei Herzschläge bekommen in diesem Let's Play. Ich fürchte, es wird noch schlimmer. Ah, ein schier endloser Waldweg, oh Gott. Wo führt er mich hin? Führt er mich überhaupt irgendwo hin? Ja! Oh Gott! Oh, was ist denn das für ein Riesending? Ja, bitte? Ah, was ist das?
Keine Ahnung. Da ist nichts zu finden. Gehen wir mal einen anderen Weg. Es gibt ja noch mehrere Örtlichkeiten, wie ich an den Hinweisschildern gesehen habe. So, das war gerade ein ziemlich großes Gebäude. Vielleicht müssen wir da irgendwie erst später oder zum Schluss rein. Leider kann ich weder springen noch sprinten in dem Spiel. Ich kann leider nur in dieser Geschwindigkeit laufen. Ja. Okay. Studworth Manor war das. Also gehen wir jetzt mal hier weiter. Gehen wir mal zu Wilkings Lodge. Links rum. Vielleicht kommen wir ja da unter. Oh ja. Oh ja. Ein kleines, verfallenes Häuschen, was mir gar nicht so gut gefällt. Okay, hier können wir rein oder hier müssen wir rein. Ah, wieder so ein Haus. Okay, das gefällt mir gar nicht. So, hier geht's weiter im nächsten Part. Wäre schön, wenn ihr dann wieder dabei wärt. Bis dann, macht's gut. Tschüssi!